Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Danke nochmal für die Hilfe. Jo, kein Thema. Sturm geht's gut. Ja, wo ist, da ist mein Esel. Ich wollte schon sagen, wo ist das hin? Dann wollen wir mal weiter. Eigentlich wollte ich mit der Hauptquest hier weitermachen erstmal, weil ich denke, da können wir vielleicht noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln und ja. Hat mich gerade der Schmetterling verschoben? Was ein starker Schmetterling. Schiebt mich und mein Eselchen hier einfach weg. Sowas passiert auch irgendwie nur in Skyrim oder Ender. Also in der Skyrim Engine. Creation Engine meinte ich. Entschuldigung, musste kurz überlegen. Hab da irgendwas falsch gesagt. Aber ja, wir wollen jetzt mal weiter mit der Hauptquest machen, beziehungsweise den Weg dahin ein bisschen freiräumen vielleicht. Denn ich denke schon, dass wir damit vielleicht noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln können, damit wir stärker werden. Ich weiß ja nicht, wie wir sonst hier bereit sind, hier alte Königswacht, hier hinten den Weg frei zu machen, wie wir überhaupt anders wie weiterkommen. Die Welt ist aber auch riesig hier. Deswegen, ich bin gespannt, was hier noch alles uns erwartet. Was hier noch alles auf uns zukommt, so im. Da hinten sind ja noch ein paar Höhlen, noch eine Windmühle, ein Zelt sehe ich gerade. Also ein Lager ist da irgendwo. Und das Wetter ist jetzt schön, immerhin. Mal gucken, was da wirklich noch alles auf uns zukommt. Beziehungsweise, wir werden ja unterwegs wahrscheinlich noch einmal angegriffen, gehe ich mal von aus. So, hier liegen die alle nackig. Dann die Richtung, ne? Vielleicht machen wir einmal die Wölfe hier weg. Na, kommt her, Wölfchen. Wolfsfleisch und Wolfsfell nehmen wir mit. Sind hier Straßendiebe oder? Ja. Bogenschütze. Okay, gleich zwei Vagabunden. Komm. Aua. Die steckt fest, okay. Ist das alles? So. Ich würde diesmal vielleicht schauen, dass ich doch nicht alles mitnehme. So, und nochmal was futtern. Wo wollten wir essen? Hier. Machen wir das. So, Pfeile nehmen wir mit. Okay, den muss man komplett looten. Hier haben wir noch einen. So. Fackel. Der Schlechter von Ark, Buch 3. Oh! Ich würde vielleicht wieder in Lebensenergie investieren. Der Schlechter von Ark, Buch 3. Erste Stufe. 3 von 10 Bücher.
Die werden wir alle noch lesen. Zauberbuch Feuerball Rang 1. Schriftet das Papier. Burak, wir haben den Flüsterwald ausgekundschaftet. Ich weiß, du traust dich da ungern rein. Aber ein Stück östlich des alten Ritualplatzes, der Stahlkrabben, direkt am See, haben wir eine Glimmerstaubküche, der Ralata, in einer Höhle gefunden. Stell dir all die Groschen vor, die wir dafür bekommen können. Die Ralata schützt den Platz mit Söldnern, die haben mehr drauf als du. Du brauchst eine Überzahl und trainiere deine Leute. Kroko. Das nehmen wir auch mit. So, das können wir aufkriegen. Und noch ein bisschen. Nein! Wir wissen zumindest, die Öffnung ist hier. So, haben wir schon. Aber können wir verkaufen. Gibt gut Geld. So, wir haben jetzt wieder einen Erinnerungspunkt. Das heißt, wir investieren dann doch lieber erst einmal in diese Richtung. Kritischer Treffer. Haben wir schon alles. Abwehr ausmanövrieren. Wirbelklingen, was macht das? Zwei Einhandwaffen. Nee. Klingtänzer Spritspross. Haben wir schon komplett. Ruhige Hand. Haben wir auch schon komplett. Gucken wir mal. Hier, Doppelwirbel. Stufe 1, kraftvolle Angriffe mit zwei Einhandwaffen. Nein. Klingtanz. Wenn ihr innerhalb von 10 Sekunden nach Wirken des Talents 5 Treffer landet, verursacht der letzte Treffer massiven Schaden und wirft euren Gegner zurück. Ist 75 Schaden. Was macht das hier? Mächtige Angriffe aus dem Stand mit Einhandwaffen verursachen 15% zusätzlichen Schaden, können Gegner enthaupten. Mache ich noch nicht, auch wenn es cool klingt. Was haben wir hier? Fester Stand. Was war das? Geschiente Gliedmaßen. Tragt ihr ausschließlich die schwere Rüstung, wird Sturzschaden um die Hälfte gemindert. Pfeile, die ihr mit eurem Schild abfangt, verursacht fortan keinen Schaden mehr. Können aber auch direkt Fels in der Brandung. Macht euch kurzfristig nahezu unverwundbar gegenüber physischen Schaden. Für 6 Sekunden. Dann. Bis 95% geht das. Ich mache mal das hier. Dann Schildstoß, Schildläufer, Konditionierung, Angriff zurückwerfen. Bin gespannt, was da noch alles auf uns zukommt, so wird wir noch alles lernen. Und wir werden einiges an Talentpunkten brauchen. Vielleicht machen wir auch irgendwie Gemisch aus allem. Ah, hier wäre ich so oder so irgendwann gelandet. Okay, wäre ich die Straße gefunden. Komm, wir gehen mal. Und das hier ist der Flüsterwald, also. Da haben wir wieder so eine Ruine. Natürlich. Was ist da? So, was hat er, Dietrich? Dann nehmen wir mit das Feinstahlschild. Nehmen wir auch mit. Krass, ja. Ihr meint das an. Da liegt er. So, alter Eisenpfeil. Das nehmen wir mit. Das. Schädel nehmen wir auch mit. Das ist wichtig, dass wir die sammeln. Und dann später für Deko. Handwerksbuch Rhetorik, Lehrling. Wir suchen Sack. Einzelteile.
hier ist Weizen drin, ne? So, wir haben ein Buch bekommen. So, Rhetorik. Rhetorik, wo haben wir Rhetorik? Da unten 27. So, und da müssen wir hin. Da, wo der Baum umgekippt ist. So viel zu tun. Schreitet wohl, die Dame. Wohin soll's gehen? Oh, sichere Truhe, perfekt. Können wir hier eben nochmal ein paar Sachen einlagern. Vielleicht würde ich erstmal alles da reinpacken. Da weg, das, das. Ich habe hier noch Eisendolche. So, erstmal alles einlagern. Erstmal wieder mein Schwert hier ausrüsten. Und da haben wir jemanden, den wir warten. Ach, er. Ne? Hier gibt's nichts zu sehen. Geht weiter. Großmeister Aranteal schickt mich. Ich soll die Prüfung zum Hüter ablegen. Ah ja. Dann seid ihr also das Wunderkind. Ich hatte was anderes vor Augen. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Die Novizen werden jahrelang auf die Prüfung vorbereitet. Und so sehr ich den Großmeister respektiere, das hier halte ich für leichtsinnig. Nicht nur du. Also noch einmal im Klartext. Es wird gefährlich. Das muss euch bewusst sein. Viele Dinge sind gefährlich. In der Regel die Interessanten. Es ist mir klar, aber so wie der Großmeister das ausgedrückt hat, habe ich wohl nicht wirklich eine Wahl, wenn wir alle weiterleben wollen. Bringen wir das einfach so schnell wie möglich hinter uns. Wie ihr wollt. Dann wird es wohl mir zuteil, die erste Wegelose in der Geschichte des Ordens zur Hüterin zu erheben. Welch eine Ehre. Los, gebt mir das Päckchen vom Großmeister und sagt euren Mitstreitern Hallo. Kalia Sakharesh? Was? Hallo. Oh, hallo. Ihr seid der unerwartete Zuwachs, richtig? Das Wunderkind? Manche nennen mich so, ja. Angeblich bin ich das, ja, aber ihr dürft mich gerne Lucy nennen. Das geht auch besser über die Lippen. Ich bin Kalia Sakharesh, meines Pfades Novizin und Anwärterin des ersten Siegels. Ich habe gehört, was ihr in Altrashengrad getan habt. Dass ihr allein die Forschungen gerettet und die Söldner zurückgedrängt habt, meine ich. Mein Respekt dafür, wirklich. Es zeugt von Mut und Opferbereitschaft. Mit Opferbereitschaft hat das nicht viel zu tun. Diese Kerle hatten es nicht anders verdient. Außer den Splittern habe ich nicht viel retten können. Eure Leute waren bereits tot. Das war mehr Zufall als Entscheidung. Ich scheine Ärger einfach anzuziehen. Das war wirklich mehr Zufall als Entscheidung. Nun ja, wenn ihr den immer so gut handhabt wie in der Ruine, ist das ja nichts Schlechtes. Ich frage mich wirklich, was sich diese Söldner gedacht haben. Ganz gleich, was es mit den Ausgrabungen des neuen Großmeisters auf sich hat. Wer den Heiligen Orden attackiert, muss entweder sehr mächtig oder sehr leichtsinnig sein. Nun ja, lasst uns später weiterreden, in Ordnung? Ich will mich noch etwas sammeln. Okay. Und wer bist du? Dunvar. Ich will es nicht hören. Was? Euer Geschwafel, ich will es nicht hören. Verschwindet einfach. Wie ihr wünscht, Prinzessin. Hütet eure Zunge. Was ist euer Problem?
Nee, ihr wünscht Prinzessin. Und lustig seid ihr auch noch. Gratulation. Jetzt geht mir gefälligst aus den Augen. Es sei denn, ihr wollt Bekanntschaft mit meinem Frühstück machen. Mit den anderen so, genug gefaulenzt. Kommt her. Diese Tränke hier werdet ihr später brauchen. Gebt gut auf sie acht. Ansonsten ist es noch ein kleines Stück zum Ritualplatz. Die Sporen im Flüsterwald werden euch als Magiebegabten ein wenig zusetzen. Aber wir bleiben nicht lange dort. Alles Weitere erkläre ich dann am Ritualplatz. Noch Fragen? Ihr sagte was von Sporen im Flüsterwald. Was genau hat es damit auf sich? Lange Geschichte, die Kurzfassung. Im ganzen Flüsterwald schweben Pilzsporen herum, die Halluzinationen herbeirufen und euer Arkanistenfieber verschlimmern. Entweder man belässt es also bei einem kurzen Spaziergang durch ein sporenverseuchtes Gebiet, oder man sucht sich magischen Schutz. Okay, gehen wir. Wohlan denn. Bleib dicht bei mir. Jetzt renn nicht so. Koalek hätte die Stadt eingenommen. Napsflasche und deinen verdammten Staub. Es war das Richtige. Irgendwann wirst du das begreifen. Allem, was passiert ist. Mehr von ihnen. Vorsicht. Ein Eiterkäfer. Das war lang. Käfereier, nehmen wir mal mit. Vielleicht brauchen wir die. Jetzt ist Kalia auch noch dabei. Was ist mit dem anderen? Das ist also der Flüsterwald. Faszinierend. Ich habe viel davon gelesen, ihn aber noch nie aus der Nähe gesehen. Meine Brüder und ich sind auf Jagdrossritten schon dutzende Male an seine Grenze geritten. Aber hey, dafür kennst du sicherlich jedes Rattenstein. Da ist ja noch mehr. Jo! Nein! Okay, jetzt bin ich tot. Okay, das hätte ich. Ich bin jetzt die erste Person, die hier drauf geht. Okay. Diese Tränke hier werdet ihr später brauchen. Gebt gut auf sie acht. Ansonsten ist es noch ein kleines Stück zum Ritualplatz. Die Sporen im Flüsterwald werden euch als Magiebegabten ein wenig zusetzen. Aber wir bleiben nicht lange dort. Alles Weitere erkläre ich dann am Ritualplatz. Noch Fragen? Ja, das wiederholen wir. Entweder man belässt es also bei einem kurz... Wohlan denn. Bleib dicht bei mir. Ich mache hier einmal schnell speichern, dann brauchen wir das Gespräch nicht nochmal zu machen. Zu führen. Koalek hätte die Stadt eingenommen. Napsflasche und deinen verdammten Staub. Es war das Richtige. Irgendwann wirst du das begreifen. Allem, was passiert ist. Das waren alle. Nehmen wir noch mal mit. Was ist jetzt mit denen? Ich habe viel davon gelesen, ihn aber noch nie aus der Nähe gesehen. Meine Brüder und ich sind auf Jagdausritten schon dutzende Male an seine Grenze geritten. Aber hey, dafür kennst du sicherlich jedes Rattenloch in der Unterstadt. Ich mag den nicht. Ich lass die vielleicht erstmal kämpfen. Kommen jetzt einige mehr von den Viechern. Nochmal schnell speichern, würde ich sagen. Da, hinter dir. Was? Gleich vier Stück. Okay.
viele von denen. So, er mit Magie, natürlich. Wer hat mich jetzt erwischt? Also mit... Das ist alles! Focus von ihr. Warte mal, ich halte mal ein bisschen Abstand. Die haben mich vergiftet. Ein bisschen mehr Abstand. Alter, die kommen jetzt alle auf mich zu. Nein, ich stecke hier fest. Warte, nein. Vielleicht damit einmal? So, ganz schnell hier. Was brauche ich jetzt? Ich brauche Essen. Das war jetzt übel. Wir wurden fast alle ausgeschaltet. Schnell speichern. Text bleibt da unten irgendwie bestehen, warum auch immer. Warte mal. Ah, Kanistenfieber ist jetzt bei 6%. Ich bin aber auch froh, dass ich hier jetzt nicht allein unterwegs bin. 8%, na toll. Moment, seht ihr das? Ja, der Mann. Was macht er da? Ist doch einerlei, oder? Was soll er uns schon anhaben? Er hat hier nichts zu suchen. Kein Händler, der bei rechten Sinnen ist, würde freiwillig die Straße durch den Flüsterwald nehmen. Wir sehen uns das mal an. Haltet euch bereit. Der ist bestimmt im Wahnsinn verfallen. Im roten Wahnsinn. Warte mal, aber die Szene kenne ich doch. Sie ist nun bei mir. Für immer. Kirasch. Hey, ihr da! Wer seid ihr und was soll das hier? Sie ist nun bei mir. Für immer. Habt ihr was an den Ohren? Beißt euch aus, verflucht nochmal! Seine Augen, Meister. Das ist der rote Wahnsinn. Verdammt! Natürlich! Ihr werdet nun diese Spitzhacke weglegen, Messer. Und dann auf die Knie. Sie wollte gehen. Versteht ihr denn nicht? Sie wollte mich verlassen, einfach so. Aber jetzt wird sie bleiben. Sie hat es mir versprochen. Beim rechten Weg hast du den Verstand verloren. Dasselbe könnte ich euch fragen, verdammt. Habt ihr vergessen, was gestern Jero den Novizen angetan hat? Der Mann war besessen. Er hätte uns jeden Moment angreifen können. Ach, tatsächlich? Malfas, behüte uns vor deinem Scharfsinn. Ist dir schon einmal der Gedanke gekommen, dass wir die Krankheit verstehen lernen müssen, um sie zu heilen? Und dass manche Apothekarii für einen lebenden Befallenen ihre linke Hand gegeben hätten? Das ist nicht gerecht, Meister. Ich habe uns beschützt. Falsch. Du hast dich wie ein Idiot benommen. Und das nicht zum ersten Mal. Die Magister mögen deiner religiösen Hingabe und Blutlinie wegen darüber hinwegsehen. Aber wenn so etwas nochmal passiert, dann suspendiere ich dich von der Prüfung. Und du kannst den Rest deines Lebens Gebetsbänke putzen. Hast du mich verstanden, Dunva? Er wollte uns beschützen, Meister. Vielleicht... Hast du mich verstanden?
Ich habe verstanden, Meister. Und ich bitte um Verzeihung für mein Fehlverhalten. Gewährt. Und jetzt weiter. Um die Körper kümmern wir uns nach der Prüfung. Schnell speichern einmal. Alles in Ordnung? Spaß. Kohl. Und die Szene mit dem kenne ich. Das hab ich ja in meiner Endcut drinne. Kenne ich auch noch aus dem Trailer. Aber was ist jetzt los? Worauf warten wir? Wo ist er hin? Ralata Shera. Ich nehme das mal mit. Vielleicht wollen die Ralata das wieder haben. Wo ist er hin? Ich erfuhr zwei Dinge. Die Welt erwartet ein Geständnis, das sich die Läuterung nennt, in dem eine ganze Zivilisation, unsere, spurlos verschwinden wird, wenn wir sie nicht aufhalten. Außerdem soll ich in einer der Boten seit Persönlichkeiten, die im Kampf gegen die Läuterung eine entscheidende Rolle spielen. Arantial will, dass ich deshalb formell im Orden bleibe und dafür die Prüfung absolviere, die die Novizen des Ordens ebenfalls ablegen müssen. Ich soll Siegelsführer Jorek Batar an der Grenze des Herzlandes aufrufen. Aber wo ist er jetzt hin? Er ist einfach verschwunden. Nur noch Dunvar ist da. Warum bin ich mit dem Idioten jetzt hier alleine? Dunvar, wo gehst du hin? Ritualplatz entdeckt. Achso, die haben... Wie? So, bevor wir beginnen, gibt es noch etwas, das ich euch mitteilen muss. Etwas, Wichtiges. Die Gerüchte um den Tod der Lichtgeborenen, sind wahr. Bitte? Die Götter sind tot. Seit mehr als zwei Wintern schon. Der Orden weiß schon lange davon, enthält aber dem gemeinen Volk die Kunde vor. Aber nun, wo ihr drei, die heilige Prüfung ablegen wollt, führt kein Weg mehr an der Wahrheit vorbei. Aber wie kann ein Gott sterben? Seit der ersten Offenbarung der Lichtgeborenen gab es auch eine Prophezeiung, in der von einem Schattengott die Rede ist, der ihre Herrschaft beenden wird. Und sie hat sich bewahrheitet. Es tut mir leid. Es tut euch leid? Ihr sagt uns, dass die Götter nicht mehr sind und es tut euch leid? Was kommt als nächstes? Dass die Sonne aufhört zu scheinen? Sagt, dass das eine Prüfung ist, Meister. Das ist es doch, oder? Eine Prüfung unseres Glaubens. Ist es nicht. Die Götter sind nicht mehr. Aber so schwer es auch sein mag, wir können uns keine Sinnkrise leisten. Wir? Es gibt etwas anderes. Was ist denn schon noch wir? Der Orden der Götter, Malphas Orden, wurde geschaffen, um die Lichtgeborenen zu schützen. Und wenn das, was ihr sagt, diese Blasphemie wahr ist, dann sind wir bedeutungslos. Wir haben versagt. Versteht ihr denn nicht? Oh, beim Schwarzen Wächter, ich kann das einfach nicht glauben. Und bin ich auch nicht vor euren Augen, lebt stets meine Tugend. Buch 12, Vers 93. Was? Ich weiß, es ist schwer, aber wenn das wirklich stimmt, müssen wir Stärke zeigen und an die Idee glauben, für die Lichtgeborenen standen. Nämlich der Idee von Frieden und... Ach, halt dein Maul, Sakharesh! Du bist doch der Beweis dafür, dass es mit dem Orden bergab geht. Meinst du, ich weiß nicht von dem Dorf? Du bist eine verfluchte Hexe und deinesgleichen hätte man früher ans Kreuz genagelt. Du bist das Problem. Ich weiß nicht, was du da sagst. Genug jetzt! Wir sind alle auf derselben Seite. Sind wir nicht!
Dieses Weib hat kein Recht, die weißen Gewänder zu tragen. Und wenn ihr den heiligen Versen mehr Aufmerksamkeit widmen würdet als eurer Schnapsflasche, dann hättet ihr das schon lange erkannt. Aber nein, ihr! Schweig! Ich schwöre dir, noch ein Wort. Und du wirst dir wünschen, ich hätte dich nur suspendiert. Aber... Nichts aber! Halt einfach mal dein verdammtes, vorlautes Maul! Hast du mich verstanden? Ja. Ich hoffe es. Deinetwegen. Sei froh, dass wir jetzt mehr denn je fähige Magier brauchen. Sei einfach froh! Und jetzt genug davon. Unser Verhalten entweiht diesen heiligen Ort. Nach der Prüfung bleibt genug Zeit für Sinnkrisen und Depressionen. Los, rezitieren wir die heiligen Worte. Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont. Dein Name ist mein Sakrament. Und deinen Pfad will ich ehren, im Leben und im Tod. Möge dein Licht mich leiten. Gut. Wie ihr schon wisst, werden in dieser Prüfung sowohl die Standhaftigkeit eures Geistes als auch eure Gabe, euch selbst zu hinterfragen, getestet. Behaltet das im Hinterkopf. Jetzt trinkt den Trank, den ich euch gegeben habe. Ihr zuerst, Wunderkind. Hoffen wir, dass der Großmeister mit seinem Glauben an euch recht behalten wird. Seltsamer Trunk entfernt. Was geht denn jetzt ab? Oh nein, 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 nein! Ich wusste, dass ich nicht der Letzte sein würde. Haben sie euch auch die Mären von dem Geist des Hüters erzählt? Sie haben euch eine Falle gestellt. Und ihr seid hineingetappt, weil ihr euch von eurem Übermut habt blenden lassen. Oh, beim rechten Weg, nimmt das denn nie ein Ende? Wann wird sich der Unterdrücker jemals zufrieden geben? Ihr seid nicht real, nicht wahr? Das spüre ich. Eine jammernde Illusion, nicht sehr überzeugt. Glaubt ihr, ich weiß nicht, dass ihr ein Hirngespinst seid? Verschwindet. Er ist ein Hirngespinst? Ich weiß, dass ich nicht real bin. Zumindest nicht nach eurer Definition des Wortes. Aber was ist denn schon Realität? Wenn ich euch sagen würde, dass ihr in Wahrheit mit eurem Freund Sirius zusammen tot auf dem Meeresboden liegt und alles bis zu diesem Punkt, eure Reise nach Ark, die Suche an der Sonnenküste, nur ein Traum ist, könntet ihr den Unterschied erkennen? Die Antwort ist nein, denn ihr wollt nicht tot sein. Und deshalb würdet ihr alles daran tun, diesen Traum als Realität zu verteidigen. Wie sollte ich träumen können, wenn ich in Wahrheit tot bin? Das gibt doch keinen Sinn. Was bedeutet schon Zeit für die Toten? Die letzte Sekunde, bevor eure Lunge zerreißen könnte. Jener letzte kleine Moment allein könnte euch hier als Ewigkeit erscheinen. Aber was rede ich da? Ihr seid stur und euch zu überzeugen ist mühselig. Ich bin ohnehin nur ein Auge. Nun lasst mich alleine, bevor wir den Unterdrücker noch weiter erzürnen. Er mag keine Worte. Er mag das Schweigen. Wer ist dieser Unterdrücker? Der Grund dafür, dass wir hier für immer gefangen sind. Dass uns der Zugang zu unseren Gefühlen und Wünschen fehlt. Es ist sein Ziel, dass wir die Hoffnung verlieren. Dass wir aufhören zu glauben. Aber kann es sein, dass ich genau das tun muss, um mich von den Träumen der Vergangenheit zu lösen? Aufgeben? Wer sagt mir denn, dass sie mehr waren als Träume, die ich schon damals mit neuen Träumen begraben habe? Aber nein, noch bin ich nicht so weit. Noch hat er mich nicht gebrochen. Es ist menschlich, an der Hoffnung festzuhalten. An dem Glauben, dass ein Wunder geschieht, das uns befähigt, dem Schmerz ein Ende zu bereiten. Also warte ich. Und ihr mit mir. Für immer. Den seltsamen Ort entkommen. Hallo. Was zum... Wie habt ihr das gemacht? Was gemacht? Das wüsste ich selbst gern. Ihr habt sie einfach geöffnet. Aber das ist doch gar nicht möglich. All die Jahre hat sie mich gefangen gehalten und ihr... Ich kann das einfach nicht fassen.
Wir müssen uns ansehen, was draußen ist. Wir werden nicht weit kommen, aber dennoch, wir müssen es sehen. Kommt, geht vor. Schlafen, Heubert. Immerhin kann ich hier schlafen. Was, Ich hab hier gar nichts. Ich hab keine Fackeln, gar nichts. Benötigt einen Schlüssel. Bei den Göttern. Das sind die Geißeln des Unterdrückers. Sie verführen mich. Hast du bestraft? Mach gar keinen Schaden. Ich suche Asche, die sind leer. Verführerinnen? Genesungstrank? Als Schlachtmesser? Menschenfleisch, nice. Kannibalismus müssen wir aufrechterhalten. Hier gibt es nur Weizen. Passiert was damit? Nö. Das schwebt hier nur ein bisschen so vor sich hin. Lecker, lecker Menschenfleisch. Einzelteile. Noch ein leerer Sack. Noch ein Verführer rein. Armseliger Seelenstein, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So, was gibt's denn da unten? Kann ich dir den Bogen wegnehmen? Oh, Krustenbrot. Eisenschwert. Ich hoffe, der ist überhaupt bewaffnet, der Typ. Treffer an Verführer. Sag mal, oh, verdammt. Das ist so kalt hier. Und so bedrohlich. In der Zelle war es viel schöner. Vielleicht hätten wir nicht gehen sollen. Vielleicht war das ein Fehler. Jetzt heul nicht rum, weil es ein bisschen kalt ist. Also, wir wollen hier raus. Noch eine Verführerin. Ich weiß bis jetzt aber noch nicht, wo wir hin müssen. Durchsuchen, Panik, leer. Hoffnungslosigkeit. Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Panik. Alle drei errungen. Was ist das genau für ein Ort? Ist das mein Verstand? Ha! 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 Ha!
Wenn das mein Verstand ist, finde ich super. Das sieht doch gut aus, finde ich. So, wir wollen weiter. Mal gucken, wo das hinführt. Irgendwo muss das doch einen Ausgang geben. Hier nicht. Komme ich hier jetzt auch wieder raus? Hallo? Alles ähnelt sich so. Das ist ein verfluchtes Labyrinth. Ja, kommst du? Jetzt sehe ich nichts. Sehe ich auf dem Bildschirm was? Ja. Jetzt sieht man wieder was. Die sind hier auch alle leer. Nebenstrang Standard. Ich glaube, ihn sehen wir nie wieder. Da ist er doch. Fatih? Okay, das ist definitiv mein Verstand. Der Trank hat... Okay. Wieso flog die jetzt so weg, hä? So. Reue. Wir haben die Reue überlebt, okay. Den Schädel behalten wir. Ich hoffe, den können wir behalten. Alles, was wir hier einsammeln. Da ist ein Schlüssel. Für das hier wahrscheinlich. Aber hier sind die Dietrich ausgegangen. Okay, wie komme ich da ran? Machen wir einfach so. Menschliches Herz. Ihr könnt Objekte greifen und bewegen, indem ihr sie anvisiert mit E. So, bitte bleib da drauf, ja? Ah, okay. Schlüssel zur Freiheit. Was passiert jetzt? Und jetzt? Oh nein! Hä? Wo ist... Also... Was? Lasst mich! Die Strafe des Unterdrückers wird grausam sein. Wo ist überhaupt dieser Unterdrücker, von dem ihr andauernd sprecht? Hier ist nichts als Knochen und Geister. Weil ihr blind seid! Der Unterdrücker atmet durch jeden Stein. Sein Mark steckt in jedem Knochen, sein Leben in jedem Tropfen Blut. Und dennoch seid ihr zu verblendet, es zu erkennen. Aber das hätte ich ja wissen müssen.
Was ist schon von jemandem zu erwarten, der seine ganze Familie eigenhändig umgebracht hat? Ich war ein Narr, euch zu folgen. Und nun habt ihr mich in den Abgrund gerissen. Ich verstehe es einfach nicht. Wer seid ihr? Ein Teil von mir? Ein Trubel? Natürlich bin ich ein Teil von euch. Und ihr seid ein Teil von mir. Ich bin die Stimme, die wie die eure klingt, aber aus fremden Kehlen kommt. Aber was rede ich da? Ihr würdet es doch ohnehin nie verstehen. Aber es muss doch einen Weg hier rausgehen. Nein, den gibt es nicht. Für Menschen wie uns gibt es ihn nicht. Und das hätte ich wissen müssen. Wir sind die Verdammten. Denn wir sind zu tief in der Vergangenheit gefangen, als dass wir die Freiheit verdient hätten. Muss ich schlafen? Habe ich noch alle? Ja, wir haben auf jeden Fall die Reue hier. Schlüssel zur Freiheit. Ich hoffe, die Reue können wir mitnehmen. Das hat nichts gebracht. Muss ich ihn angreifen, töten? So, so. Ihr habt es also begriffen. Ich bin das, was euch an diesem Ort hält. Aber war es einfach blinde Wut, die euch hat handeln lassen? Oder habt ihr wahrhaftig verstanden, wer ich bin? Was euch antreibt und eure Taten bestimmt? Das Salz zerfrisst eure Haut und das Wasser in euren Lungen ist kalt. Wann werdet ihr endlich finden, wonach ihr sucht? Wo bin ich jetzt? Jesper? Holzfigur? Jesper? Oh, hey. Schön, dass du wieder wach bist. Na, wie geht's dir? Eigentlich gut. Wo sind wir hier? Etwas benommen, aber ansonsten gut. Wo bin ich hier? Wo sind die anderen? Dunva, Kaliabata? Keine Ahnung. Hier war es leer, als ich gekommen bin. Eigentlich komisch, jetzt wo du es ansprichst. Der ganze Tempel ist wie ausgestorben. Naja, vielleicht irgendeine Zeremonie oder sowas. Jetzt sag... Wie geht's dir? Ich hab gehört, diese Prüfung ist ganz schön heftig. Manche wachen angeblich gar nicht mehr auf. Etwas benommen, aber ansonsten gut. Wo bin ich hier? Im Sonnentempel. Genauer gesagt im Kurarium. Man hat dich hierher gebracht, während du mit diesem Aixon unterwegs warst. Die anderen beiden sind schon vor ein paar Stunden wieder aufgewacht, aber ich wollte dich hier nicht alleine lassen. Schließlich bist du ja jetzt eine Hüterin des ersten Siegels. Ich vermute, ein Glückwunsch ist an dieser Stelle angebracht, oder? Genau, woher zum Henker weißt du von Aixon? Jeder weiß von Aixon. Und dass du diese Frage stellst, zeigt, wie wenig du tatsächlich verstanden hast. Bitte? Ich sagte, dass du erbärmlich bist. Anfangs haben wir gedacht, dass es dieses Mal spannend werden könnte. Aber jetzt, wo wir den neuen Boten kennen, haben sich diese Hoffnungen zerstört. Du bist eine Lachnummer. Ein Niemand, der seinen einzigen Freund verrecken lässt. Aber das würdet ihr ja nie akzeptieren. Ihr Menschen, immer so verdammt beharrlich. Warum lasst ihr euch nicht einfach fallen? Das würde vieles erleichtern. Für uns alle. Denn machtlos seid ihr ohnehin, so wie all die vor euch auch. Und ihr, Prophetin, ihr seid der größte Witz von allen. Ihr seid nichts als ein Gossenkind. Ein Schwächling. Und ein Mörder. Und deshalb werdet ihr brennen, allesamt. Die Läuterung wird geschehen und ihr könnt nichts dagegen tun.
Ihr seid die, die hinter dem Zyklus stecken? Warum tut ihr das? Was haben wir euch getan? Getan? Ihr seid so naiv. Die Welt ist ein Wechselspiel aus Ursache und Wirkung. Und die einzig logische Konsequenz eurer Existenz ist die Vernichtung. So war es schon immer und so wird es immer sein. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut. Aber genug des Geplänkels, Gossenkind. Wir wollten euch kennenlernen und das haben wir. Auch wenn das Ergebnis eher ernüchternd ist. Nun erwacht, stolpert weiter durch den Nebel. Okay, jetzt erwache ich wirklich, oder? Dunva? Wo sind meine Sachen? Ich bin noch nicht zurück. Ich kann hier nicht durch. Blutige Stofffetzen. Meine Truhe. Malfas sei Dank. Ich dachte schon, ich wäre die Einzige. Wie geht es euch? Ihr seht mitgenommen aus. Ja, ich hatte schlechte Träume. Schmunz und Überraschung, das bin ich. Ich hatte schlechte Träume. Das hat sicherlich mit dem Trank zu tun. Aber es wird vergehen, da bin ich mir sicher. Aber schön zu sehen, dass der Großmeister recht behalten hat. Ich bin einige Stunden vor euch aufgewacht und er war zwischenzeitlich hier. Er hat keine Sekunde daran gezweifelt, dass ihr es schaffen würdet. Keine einzige. Ich schätze, wir können uns also gegenseitig auf die Schulter klopfen. Wir haben es geschafft. Das heißt, wir sind nun beide Hüter? Fast, ja. Es fehlt nur noch der Schwur und dann werden wir in einer Zeremonie das erste Siegel empfangen. Übrigens hat mir der Großmeister, als er hier war, alles erzählt. Von den Pyreern, von den Träumen und natürlich von diesem Zyklus. Das ist doch skurril, wirklich. Erst offenbart man uns aus heiterem Himmel, dass die Götter nicht mehr sind und jetzt, dass sich die Menschheit am Rande des Untergangs befindet. Ich hatte mich darauf eingestellt, dass die Prüfung eine aufreibende Erfahrung wird, aber sowas. Der Tod der Götter ist das Beste, was der Menschheit passieren konnte? Kann ich verstehen. Was haltet ihr von all dem? Dem Zyklus, dieser Läuterung, die uns. Ich glaube, der Tod der Götter ist das Beste. Die Art, wie ihr das sagt, lässt auf einige schmerzliche Erfahrungen, die ihr mit der Herrschaft der Götter hattet, schließen. Aber ganz egal, wie ihr dazu steht, der Zyklus ändert alles. Diese Träume, von denen der Großmeister sprach, hatte ich nie und das trotz meiner Magiebegabung. Aber das Gefühl, dass der rote Wahnsinn keine gewöhnliche Krankheit ist, hatte ich schon immer. Tja, und der Rest. Sagen wir es so, wenn das ganze Chaos hier Teil von etwas Größerem ist, erklärt das vieles. Zumindest verstehe ich nun, warum der Großmeister euretwegen bereit war, die Traditionen des Ordens zu brechen. Laut ihm steht und fällt unser Kampf gegen den Zyklus ja mit euch. Okay, ich wünsche, ihr könnt das mit derselben Überzeugung sagen wie er. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht so recht, wie mir geschieht. Ja, das glaube ich gern. Es ist eine große Verantwortung, die euch zugetragen worden ist. Und so beeindruckend eure Fähigkeiten auch sind, ich würde nur ungern mit euch tauschen. Ich würde auch nicht gerne mit mir tauschen, Und wie geht es nun weiter? Nun, wie gesagt, erstmal müssen wir beide noch den Heiligen Eid ablegen, der uns zu Hütern des ersten Siegels macht. Ihr solltet euch beim Großmeister melden, wenn ihr bereit seid. Er erwartet euch im Emporium. Wir beide? Und was ist mit Dunder? Richtig. Die Apothekarii haben ihn vorhin untersucht und es sieht nicht gut aus. Vermutlich wird er nie wieder aufwachen. Für eine Prüfung, die den Geist und die Selbstbeherrschung eines Menschen testet, hätte man sich keinen schlechteren Kandidaten als ihn aussuchen können. Er war ein einfältiger Narr. Es hätte mich gewundert, wenn er das überstanden hätte. Er wird sterben? Das hat er nicht verdient? Er war ein einfältiger Narr. Er war impulsiv, ja. Aber irgendwo kann ich ihn auch verstehen. Wisst ihr, Dunva gehörte zu der Sorte Mensch, die versucht, ihre Unsicherheit durch prahlerisches Gehabe zu übertünchen. In Wahrheit war er nämlich der Letzte seines Adelsgeschlechts und der Glaube an den Pfad und seine Bestimmung als Hüter war alles, was er noch hatte. Und wer weiß, vielleicht wäre er mit der richtigen Führung dem Orden eine große Hilfe gewesen.
Aber ich schätze, Meister Batars Offenbarung war einfach zu viel für ihn. Es ist hart gesagt zu bekommen, dass alles, wofür man gelebt hat, eine Lüge gewesen sein soll. Okay, aus der Perspektive habe ich es jetzt nicht betrachtet. Ihr wirkt jedenfalls erstaunlich gefasst, besonders gemessen daran, dass euch eben der Tod eurer Götter offenbart wurde. Vielleicht lasse ich es mir auch einfach nicht anmerken. Aber ja, irgendwo habt ihr sicherlich recht. Vermutlich liegt es daran, dass für mich, anders als für Dunwa, der Orden schon immer Symbol für eine Idee war, nicht nur der Schwertarm der Lichtgeborenen. Und eine Idee stirbt nicht mit dem, der sie erdacht hat. Eine Idee, die sehr viele Ketzer schon das Leben gekostet hat. Interessant, wenn ihr die Frage gestattet. Was hatte es eigentlich mit Dunwas Anschuldigung auf sich, dass sie eine Hexe wird? Ich wusste, dass die Frage irgendwann kommen würde. Ich schätze, die Antwort hängt davon ab, ob ihr in der Stimmung für schwere Kost seid. Früher oder später würdet ihr es ohnehin erfahren. Dann doch lieber gleich von mir. Sonst hätte ich nicht gefragt. Erzähl. Na gut. Wo soll ich anfangen? Vielleicht damit, dass ich mich an nichts vor meinem 6. Lebensjahr erinnere. Ich weiß nicht, wo ich geboren wurde und habe meine Eltern nie kennengelernt. Ihr erinnert euch nicht? Wie das? Das weiß ich nicht. Darf ich an meine Kiste, meine Sachen? Ich weiß nur, dass die erste Erinnerung an mein Leben die ist, mitten in einem Dorf aufzuwachen. Es war Nacht, mir war schlecht, meine Kleidung war zerrissen und ich fühlte mich leer. Das trifft es am besten. Irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit im Dreck habe ich schließlich die Kraft gefunden, aufzustehen. Und erst dann habe ich begonnen zu begreifen, was um mich herum geschehen war. Was? Das ganze Dorf. Es war zerstört. Überall lagen Leichen, Männer, Frauen, Kinder. Und die Häuser waren zertrümmert, als wäre ein wahnsinnig gewordener Gott höchstpersönlich durch die Straßen gefegt. Und das erst vor kurzem, denn die Zerstörung war noch frisch. Aber was auch immer es war, mir blieb nicht viel Zeit, darüber nachzudenken. Kaum hatte ich mich aufgerichtet, sah ich drei Reiter durch die Rauchschwaden auf mich zukommen. Einer von ihnen stieg ab, rannte auf einen der Körper zu und begann etwas zu brüllen, das ich nicht verstand. Dann zeigte er auf mich und einen Augenblick später spürte ich einen Schlag auf den Hinterkopf und verlor das Bewusstsein. Beim Namen der Sonne, es ist seltsam, das so zu erzählen. Es ist schon so lange her. Aber die Erinnerung fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen. Warum haben euch diese Männer niedergeschlagen? Nun ja, ich vermute, dass die Reiter Dorfbewohner waren, die zur Jagd ausgeritten waren, bevor das Ganze, was auch immer es war, geschehen ist. Sie müssen die Feuer gesehen haben und sind daraufhin zum Dorf zurückgeritten. Und, tja, da der örtliche Pater mich, wie ich später herausgefunden habe, erst ein paar Tage zuvor gefunden und ins Dorf gebracht hatte und ich aus irgendwelchen Gründen die Einzige war, die dieses Massaker im Dorf überlebt hat, dachten sie wohl, ich wäre auch dafür verantwortlich. In anderen Worten, sie hielten mich für irgendeine Art Dämon, der die Gestalt eines Kindes angenommen hatte und der ihre Familien abgeschlachtet hatte wie Vieh. Also haben diese Dörfler euch von einem 6-jährigen Mädchen die Verantwortung für die Zerstörung gegeben? Das ist abstrus. Für euch vielleicht. Für sie als einfache Menschen war das wohl die naheliegendste Erklärung. Und so abstrus ist es auch gar nicht, wenn man darüber nachdenkt. Ein aus dem Nichts auftauchendes Findelkind, das weder spricht noch anständig atmet, bietet eine hervorragende Leinwand für Spekulationen. Und was hatten sie vor, Rache? Vermutlich. Ich versuche nicht, darüber nachzudenken. Und im Grunde ist es einerlei, weil es mir weiß, der schwarze Wächter, wie irgendwie gelang, aus ihrem Lager zu fliehen. So gab es nach Ark. Aber ein wirklicher Fortschritt war das nicht. Ich war eine Wegelose. Also brachte man mich dorthin, wo man Heimatlose in Ark eben hinbringt. Unter Stadt. Ja. Rückblickend frage ich mich, wie ich die Zeit dort unten überlebt habe. Aber wenn das Kind seinen einen Vorteil hat, dann, dass man nicht hinterfragt, sondern einfach tut. Dennoch. Die Winter als Gossenkind waren grausam. Und hätte mich Meister Tyras nach meinem 2. Jahr dort unten nicht gefunden und aufgenommen, wäre ich jetzt vermutlich... Ihr wisst schon. Meister Tyras? Ein Ohrenshüter hat euch aufgenommen? Ja. Er hat mich gesehen und er wusste, was er zu tun hatte. So hatte er es mir einmal erzählt. Der Orden war natürlich nicht sonderlich erfreut darüber. Aber Meister Tyras war ein höchst geachteter Mann. Und deshalb ließ man ihn gewähren. Er hat euch einfach gesehen und adoptiert? Das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein.
Wo kamen die Vorbehalte des Ordens? Da fragt ihr noch? Ich war eine Wegelose. Und eigentlich bin ich es immer noch. Vermutlich war ich auch deshalb mal fast Lehren nie so verbunden, wie beispielsweise Dun war. Für viele bin ich eine Ausgestoßene. Selbst für die Magister. Sie wissen nicht, wo sie mich einordnen sollen. Also er hat euch einfach gesehen und adoptiert? Naja, ungefähr 5 Jahre bevor er mich gefunden hat, sind seine Frau und seine beiden Töchter bei einem Unfall ums Leben gekommen. Vielleicht war ich also irgendwo eine Art Ersatz. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist es egal. Tyras ist für mich mein Vater. Und er war ein guter Mensch. Das ist alles, was zählt. Und Meister Tyras hat euch auch das Noviziat ermöglicht? Zum Empören vieler, ja. Aber wie schon gesagt, Tyras hatte eine Menge Einfluss. Und ich will gar nicht wissen, welche Hebel er alle in Bewegung gesetzt hat, damit ich bleiben konnte. Tja, und das ist auch schon das Ende meiner großartigen Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr seid jedenfalls nicht die Bauernmagd von nebenan. Das muss man euch lassen. Was ist mit Meister Tyras geschehen? Wo ist er jetzt? Und deswegen nennt euch Dunwar eine Hexe? Er glaubt allen Ernstes, genau wie diese Bauern, dass ihr irgendwie die Zerstörung dieses Dorfes verantwortet? Das tut er. Und damit ist er nicht allein. Einer der Bauern hatte mich in meinem ersten Jahr als Novizin auf dem Marktplatz erkannt. Und ihr könnt euch ja denken, dass das in Anbetracht besagter Vorbehalte gegen mich und meinen niederen Pfad natürlich gefundenes Fressen war. Von da an wurden die distanzierten Blicke zu Spitznamen. Dämonenkind, Hexe, was auch immer sie sich alles einfallen ließen und lassen. Naja, seht euch doch mal an. Ihr seid klug, hübsch, talentiert und sympathisch. Viele Gründe, euch zu beneiden. Ich habe gesehen, was ihr könnt. Vermutlich steckt da auch viel Neid dahinter. Ein wenig eigentümlich ist eure Vergangenheit ja auch. Das müsst ihr zu... Ich würde eher das hier sagen. Ich habe gesehen, was ihr könnt. Das ist möglich. Dabei ist alles, was ich kann, das Ergebnis harter Arbeit. Aber das werden sie nie anerkennen. Wisst ihr, was das Lustige ist? Irgendwo bin ich froh, dass ich die bin, die ich bin. So lassen all die Leute mich wenigstens in Frieden und ich habe mehr Zeit, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Auf meine Ziele. Ja, und die wären? Verschiedene. Aber ich schlage vor, das waren jetzt erstmal genug der düsteren Geschichten, meint ihr nicht? Irgendwann ergibt sich sicherlich nochmal die Möglichkeit für ein Gespräch. Vielleicht. Und ihr sagte, Dunwar sei der Letzte seines Aalsgeschlechts? Der Letzte, ja. Alle Dalmordans bis auf ihn fielen 8215 der großen Fleischmadenplage zum Opfer. Es war schon fast traurig, wie er ständig mit seiner erhabenen Herkunft prahlte. Obwohl jeder eigentlich wusste, dass er ohne die Barmherzigkeit des Ordens jetzt vermutlich in der Unterstadt leben würde. Wenn man das da unten Leben nennen kann. Und ihr sagt, der Großmeister wartet mich richtig? Dann sollte ich ihn vermutlich mal einen Besuch machen. Tut das. Es ist zwar schon spät, aber wenn ihr möchtet, kann ich euch davor noch die wichtigsten Orte des Tempels zeigen. Was meint ihr? Danke für das Angebot, aber ich finde mich schon zurecht. Wie ihr wünscht. Die Apothekarii haben eure Sachen in die Truhe neben eurem Bett gelegt. Nun schreitet wohl. So, meine Sachen erstmal wieder. So, erstmal, hier. Den hier wieder. Genauso wie das. Alles wieder anziehen. So, was haben wir hier noch? Was wichtig ist? Nein, ich habe die Reue nicht mehr. Nein, ich mochte den Schädel. Okay, aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.